In der heutigen News-Folge geht es um Frankreich Grand Prix offiziell abgesagt plus Kalenderplan, Formel 1 erhält 1,4 Milliarden Dollar von Liberty Media, Barcelona bereit für Geisterrennen, FIA verlängert Sommerpause. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Viele von euch haben es sicher schon geahnt, nun ist es offiziell. Der große Preis von Frankreich wurde heute abgesagt. Das Rennen sollte ursprünglich am 28. Juni stattfinden. Das bedeutet, dass Österreich noch einen Schritt näher dran ist, den Saisonstart am 5. und 12. Juli auszutragen. Neuigkeiten gibt es auch aus Silverstone. Dort soll es zwar ein Rennen geben, aber ohne Zuschauer. Das hat Streckenchef Stuart Pringle heute in einem Brief an die Fans geschrieben. Doch wie wird es denn jetzt mit der Saison weitergehen? Chase Carey hat einen Fahrplan herausgegeben, der wie folgt aussieht. Start in Europa im Juli bis September, von da aus geht es dann nach Asien, dann nach Amerika, bevor im Dezember die Saison mit Bahrain und Abu Dhabi im Mittleren Osten beendet wird. Es sollen noch immer zwischen 15 und 18 Grand Prix stattfinden. Der finale Rennkalender erscheint so bald wie möglich und wie immer halte ich euch auf den Laufenden. Liberty Media hat Zahlungen vorgezogen, um kämpfende Formel-1-Teams in der Finanzkrise zu unterstützen. Pro nicht absolvierten Grand Prix verlieren die Teams sehr viel Geld. AlphaTauri hat vor kurzem bekannt gegeben, dass sie 2 Millionen Euro pro Grand Prix, den sie nicht fahren, verlieren. FIA-Präsident Jean Todt warnt davor, Teams zu verlieren und von daher hat Liberty Media geholfen. CEO Greg Maffei gab bekannt, dass Liberty Media eine Neuzuweisung von Vermögenswerten zwischen seinen Unternehmen vorgenommen hatte, wobei die Formel 1 eine Netto-Barzahlung von 1,4 Milliarden US-Dollar erhielt. Welche der 10 Teams Zahlungen erhalten haben, ist unbekannt. Was glaubt ihr? Welche Teams könnten betroffen sein? Schreibt es in die Kommentare. Der Spanien Grand Prix sollte nächsten Monat stattfinden. Die Organisatoren des Circuits de Barcelona haben bestätigt, dass sie bereit wären, ein Geisterrennen auszurichten. Das hat der Streckenchef Juan Fonseca gegenüber dem spanischen Radio Catalunya Radio erklärt. Des Weiteren erklärte er, dass keine Gebühr fällig werden würde. Sie hätten mehrere Szenarien mit der Formel 1 diskutiert und sie wurden gefragt, ob sie bereit wären, ein Grand Prix unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu organisieren, wenn die Saison im Sommer beginnt. Wenn aber der Grand Prix als Geisterrennen stattfindet, würde der Veranstalter keine Einnahmen generieren und das bedeutet, dass der bestehende Vertrag mit der Formel 1 nicht mehr gültig ist. Fonseca versichert, dass Barcelona nur 2 oder 3 Wochen brauchen würde, um den Grand Prix zu organisieren, weil es erstens eine permanente Rennstrecke ist und zweitens keine Notwendigkeit ist, Tickets zu verkaufen. Auf Details seien sie noch nicht eingegangen, aber Bedingungen sind wohl anders. Glaubt ihr, dass der Spanien Grand Prix 2020 noch stattfindet? Schreibt es in die Kommentare oder stimmt oben rechts ab. Die Formel 1 hat vor Wochen die Arbeitspause von 21 auf 35 Tage verlängert. Jetzt kommt es zu einer dritten Verlängerung. Die Pause wird auf 63 Tage verlängert und auch die Motorenhersteller werden ihre Pause verlängern, von 35 auf 49 Tage. Das soll dazu führen, dass man Kosten sparen kann und aufgrund der vielen Verschiebungen der Grand Prix haben sich die Beteiligten darauf geeinigt. Ausnahmen gibt es aber auch. Es dürfen maximal 10 Mitarbeiter an Projekten mit langem Vorlauf arbeiten, solange es nicht die Aerodynamik betrifft. Dafür müssen die Teams die Namen, die Jobbeschreibung und das entsprechende Projekt bei der FIA anmelden, was auch für die Motorenhersteller gilt. Da können 10 Mitarbeiter 36 Tage nach dem Start der Sommerpause die Arbeit an Langzeitentwicklungen wieder aufnehmen. Der Antrag muss 10 Tage vorher bei der FIA eingereicht werden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie bekannt gegeben haben, dass der Frankreich Grand Prix nicht stattfindet. Mit Australien und Monaco ist Frankreich der dritte Grand Prix, der 2020 nicht stattfinden wird. Der Fahrplan sieht ganz gut aus, wenn er so endgültig wird. Dass Liberty Media mit Geld hilft, finde ich gut, denn wir wollen ja alle, dass kein Team aufgrund von Geldknappheit die Formel 1 verlässt. Mal sehen, ob Spanien im finalen Rennkalender für 2020 auftaucht. Da bin ich wirklich mal gespannt. Die Arbeitspause ergibt natürlich Sinn, gerade aufgrund der Kostenersparnis. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Jonas S. Er schreibt, wenn Vettel geht, schaue ich keine Formel 1 mehr. Mag zwar sein, dass du der größte Vettel-Fan überhaupt bist, aber diesen Kommentar kann ich gar nicht teilen, weil gerade Fahrer wie Verstappen, Leclerc, Albon, Norris, Sainz und so weiter die Zukunft der Formel 1 sind und sie tolles Racing bieten. Da macht es einfach Spaß, die Zweikämpfe im Rennen zu sehen. Vielleicht überdenkst du deine Meinung nochmal. Als 2012 mein Idol Michael Schumacher die Formel 1 endgültig verließ, da habe ich auch nicht aufgehört, die Formel 1 zu gucken, sondern habe sie weitergeguckt, denn auch andere Fahrer boten damals tolles Racing. Ich meine, Vettel ist auch nicht mehr der Jüngste, aber irgendwann, vielleicht sogar schon nächstes oder übernächstes Jahr, wird er die Formel 1 verlassen. Du kannst gerne nochmal in den Kommentaren begründen, warum du diese Meinung vertrittst. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.